canceled a trip to Georgia this morning after the suicide bomb assassination of that country's president by separatist rebels from the Abkhazia region. Continued fighting in the Abkhazia and South Ossetia regions has hindered Georgia's hopes of integration into Western institutions. Industry baron Combain Nicolaad seized power today in a bloodless coup, installing himself in the presidential palace behind a wall of political and military support. The charismatic billionaire plans on holding elections within a matter of days to affirm his seat of power and promises a pristine and profitable relationship with America and the West. Bringing high-speed fiber optic connectivity to areas of Eastern Europe that less than a decade past didn't have telephones. The technological leap is due largely to the efforts of rising information industries in the Netherlands, and especially Georgia, where the Vice President called his visit to Georgia an honor, and called Georgian President Combain Nicolaad a man with his eyes on the future. Und herzlich willkommen zu The Foo Play Splinter Cell. Ein schon ziemlich altes Schleichspiel, kann man sagen. Aber so gesehen ein Aushängeschild für das Genre. Es ist schon eine Weile her, dass ich den ersten Teil gespielt habe. Und für die 5 Euro bei Steam sage ich da jetzt mal gar nichts. Wir starten mit dem Training. Ich spiele das Spiel auf Englisch, weil ich wollte auch mal die Originalvertonung anhören. Außerdem bietet Steam die deutsche Version nicht an. Ein bisschen laggy noch hier. Sam Fisher, I can't believe you beat me here. I like to be early. Hello, Colonel. You can use my name. The room's safe. Lambert. Good to see you again. I trust NSA orientation is going well? Well enough. Everybody's been real coy about what exactly I'm allowed to know. It's the nature of the agency. We don't let any one person know everything, which means we've all got to work together. Even though I'll be out there alone. You'll be transmitting to us in more ways than you can imagine. And we'll be online through your earpiece and OPSAT. And that's how we're handling training. Yep. Sorry to make you run the course. I know you've been taking care of yourself. I haven't been in the field in years. Sure. But tradecraft is something you don't forget. It's like riding a bike. Or wearing high heels. Be careful, Fisher. Everything we say is being monitored. You know how nervous the brass is about exercising the fifth freedom. I'll be good. Be better than good. Third Echelon is a brand new initiative. The role aggressive intelligence operations will play in NSA's future will depend largely on your performance. I'll see you on the far side of the course. All right, Sam, let's get started. Can you hear me clearly? Hi there. Good. That means the implanted speaker is working correctly. Now, the technicians here want to calibrate your equipment. Can you turn to the red emergency light on the wall to your left? Wo's links? Hier irgendwo. Great. Now the one on your right. Okay, same thing for pitch. Sieht schon look mal for another light up in the rafters on the ceiling. Excellent. Now look for one on the ground in front of you. All right, Fisher. Gefällt mir schon mal sehr viel besser als die PlayStation 2 Version. We'll start simple. Climb up onto that ledge over that pool. Schöne Steuerung, gefällt mir. Nicht allzu kompliziert. Press Shift. Okay. Moment. Wow. Cool. Yeah. Okay, ich sollte aufhören hier Scheiße zu machen. We'll let you do your thing here. You're looking at your basic assault course. I'll chime back in once you've passed it. Ich versuche mal, your default speed is walking. Use the accelerate key, mouse wheel up to increase some speed. Use the delay
Decelerate Key, Mouse Wheel Down to decrease Stamp Speed. Boah, mein Englisch ist so gut. Ey, das gefällt mir. Mausrad vor, er rennt. Mausrad zurück, er hat auf. Ich finde das cool. So eine einfache Steuerung. To use the radar, simply move onto it or jump onto it to make Sam start climbing. Bisher bin ich positiv überrascht. Ich würde nur irgendwie lieber mit der Spacebar springen als mit Shift. Climbing on a vehicle type of beam is like using a ladder. What the f. Ich spring einfach runter. Ich war noch nie gut in Stealth Games. Was ist das? Ah, okay, dafür ist Space da. To repeat power training tips, increase. Interact spacebar with one of these objects. To crouch, press C. Sam will be slower but quieter when you crouch. Ich versuche alles mit diesem britischen Akzent zu reden. Okay. Routine now, possible Sam. Stand next to the wall and press the jump shift when at the top of the jump. Press shift to second time. Guck mal, jetzt zeig ich mir. Ho! Hoi! Ho! Ho! Ich bin ein Ninja. Achso, das ist das gleiche nochmal. To hand over hand on the pipe or beam, press jump shift to grab it. Gefällt mir. Grafik sehr viel schöner als auf der PlayStation. Da hatten meine Kollegen also schon mal recht. To decrease visibility and to pass over obstacles while on the pipe, press crouch C to bring Sam's leg up. Ich mag diese einfache Steuerung. Ist bei wenigen Spielen, die ich bisher gespielt habe, dass die PC-Steuerung noch simpler ist als mit dem Controller. Aber bei dem ist es so. Mal warten, wie das sein wird. Claiming a fence or letters is the same as claiming a letter. So. Gefällt mir. To put Sam's back to a wall, face the wall and press Q. When Sam reaches the corner, he will peek. Sam can also shoot while peeking. Press Q a second time to exit back on the wall. Schön. Moment. Hey, bin ich noch hinter der Wand? Ah ja, okay. Ich war wohl noch hinter der Wand. Ich werde zu einem Stealth-Meister hier. Ich presse immer noch die ganze Zeit die Leertaste, weil ich springen will. Das ist so eine Angewohnheit. Ich denke mal, dass nicht alle von den Leuten, die das hier vielleicht gucken werden, perfekt Englisch beherrschen. Deswegen versuche ich während der Zwischensequenzen und wenn Leute einen anlabern, die Schnauze zu halten. Good job, Fisher. As soon as you can find a way over the gate, we'll move on to covert ops training. Das muss ich nicht mal lesen. Hopp, hopp und rüber. Yeah. Türe blockiert. Ach so. Moment, wieder was nochmal. You're moving on into covert ops. The objective is to sneak through the area without being detected. We've got live bodies in there. Some of the top CIA instructors have kindly volunteered to be your victims. Okay. Fragments above the stealth meters on the right indicate that you have new information on the opposite. The objective bar at the bottom of your HUD
keeps you informed of a current objective. Press escape to open your opposite and check new information or get more detailed information on objectives. Oh, hi Lambert. Wie geht's dir? I feel uncomfortable. Mann, bin ich gut in Englisch. To open a door, stand in front of it and press the interact key. You can also peek through doors by selecting door peek when pressing the enter. FIFA 4. Next door is locked, Sam. You'll need to use your lockpicks to get through it. To equip your lockpicks, press and hold the quick inventory key. Sit there and use your mouse to navigate in the menu. Select the lockpicks from the gadget section. Okay. Repeat operation until the prints are released. Mend. Ah, okay. Das finde ich cool. Warte, das habe ich jetzt. Das war jetzt blöd. Wie mache ich das jetzt nochmal? Kann ich jetzt. Okay. Und jetzt. Okay. Ich bin ein Meister da drin. Das hat mehr Fun gemacht mit den Control Sticks. Ich muss mal gucken, ob ich doch mit dem Controller spielen will. Na komm. Na? Na also. Hey, ich bin hier. This next door is keypad locked. The man guarding the door has the code to open it, but he's been instructed not to cooperate. Convince him otherwise. Approach the opening quickly from behind to press the interaction key spacebar to grab him. If the character has any useful information, the interrogate interaction will appear. Select this interaction to force the character to talk. After you get the information you need, press fire left mouse button to knock out and release the opponent. Ich habe leider noch nicht meine geile Nachtsicht. Hi, ich bin Sam. Hi there. Hi. You're not going easy on me, are you? Not so tight. That hurts. Sorry about that. What's the door code? 28469. It was a pleasure working with you. Likewise. Gute Nacht. Und das sind Leute, die für uns arbeiten. Du stiftest mich an, unsere Leute zu verletzen. Quotenschwarze. Oh. Ah, okay. 28469. In späteren Spielen steht das dann da unten bei dem Schriftzug. Das ist dann immer sehr viel komfortabler. This next door is retinal scanner locked. These things are cheap and near impossible to hack. Fortunately, it's just a matter of getting the right eyes to the scanner, usually an officer. The gentleman ahead is registered for the scanner. Convince him to open the door for you. We still hung up and track him. Blah, 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 blah.
Hier kommt Sam. Hatta! Hi. Wie geht es dir? Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit. Nein, du solltest nicht nochmal machen. Ja! Stockdunkel hier. Ich brauche meine Nachtsicht. Let's work on stealth. Your gun should always be a last resort. Invisibility is your best weapon. We've got a network of photocells on your outfit connected to a visibility meter on your opsat. Mhm. If the meter's at 4, you're lit up like a Dutch brothel. At 0, you're a ghost's shadow. Okay. When the tab is a right side of the meter, you will... Okay, in der Kamera. Was Lambert mir jetzt hier gerade gesagt hat, ihr seht hier die sich leicht bewegende Anzeige. Die dritte Anzeige, wenn man ganz unten rechts in der Ecke guckt, die zeigt an, in was für einem Licht ich mich befinde. Wenn ich jetzt hier bin, fast ganz unten, bin ich zumindest für die dummen NPCs dieses Spiel fast unsichtbar. Wenn ich hier bin, geht es nach oben und ich werde gesehen. Und das will keiner. Hier ist jetzt eine Kamera. Und ich muss die Lichter ausschießen. Gucken. Moment. Ah, okay, mit E. Du bist aus. Und du bist aus. Und... Ach, du bist aus. Verdammt, da ist noch eins. Sehr schön. To equip the light vision goggles, simply press 2. To return to the normal vision, press 2 again. Oh cool, ich hab sie ja schon längst. Hab ich gar nicht gewusst. Habe ich auch schon. Oh verdammt, die habe ich leider noch nicht. Some cameras are more fragile, and all you'll need to do to get past them is shoot them. Okay, also jetzt muss ich die Kamera abschießen. Das ist natürlich. Some cameras are not protected with armored casings. Shoot these cameras to restore them, allowing you to pass. To make yourself harder to see, you can go back to the wall. Ich habe gerade 90 gelesen, ne? First to equip Iggy to equip your sidearm and peek in. You shoot around the corner without exposing myself. Moment, wie war das? Ich mach's einfach so. Eine Kamera? Sometimes the only way to pass a camera will be to stick to existing shadows and time your moves. Okay. Kein Problem. Time your movements and keep the shadows to avoid the scene by the camera. Das ist kein Problem. Easy peasy. Sorry für das lange Tutorial, aber ich finde für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, muss das sein. To knock out an enemy with a hand-to-hand attack, get closer and press fire. Left mouse button. Stand over the fallen enemy to select pick up body interaction. Und Hodja! Ich
Ich werde dich jetzt in Sicherheit bringen, wo dich niemand sieht. Okay, now Fisher, let's bring in another guard to evaluate your work. Müssen wir gucken. Ich bin total unsichtbar, oder? Also niemand sieht hier diese drei fetten Lampen auf meinem Kopf. Ich finde auch die Frisur von dem Typen finde ich auch Hammer. Also von dem Security Guard. Könnte man Bücher drauflegen. Good work, Sam. Remember that discretion is critical to our operations. Covering up the evidence of your passing through will go a long way towards proving our usefulness in the field. Aye, Sir. Moment, was? Was soll ich denn jetzt machen? Ach, da lang, okay. The next hallway is the same idea, but for sound. I'll be monitoring a few hidden mics. Oh. Try to keep to softer or more solid textures like carpet or concrete. And avoid losing surface like wood or gravel. Also remember that the slower you move, the quieter you are. To crouch, press C, you will be much quieter while crouching and moving slowly. Okay. Have you started yet? Fisher! Holy Christmas, you're at the end. Phenomenal work. Let's ja. Der Schwarze hat das so viel leichter, der muss nur das Licht ausmachen und niemand sieht ihn. Ich denke, das war's auch schon. Yep. Das war das Ende. It's gotta be him. Wie sie sich bewegen, ne? Sam Fisher, let me introduce you to Vernon Wilkes Jr. Hello. Hey, I've heard crazy things about your work. I hope you don't mind. I told him some of your stories from Kuwait. We're all friends here. Right on. Junior Wilkes is a longtime NSA employee. He'll be your wheels, wings and weapons. Wir haben einen neuen Freund. He coordinates transportation and equipment. Great. For sure. Man, you must be itching to get back out in the field, huh? It's all I'm good at. Well, it's all we need. Welcome to the NSA. I'm sure things are going to come together famously. Third Echelon is a brand new initiative, and we're going to have a lot to prove. Right. The two of you will be Third Echelon's first team on the ground. Be ready for it, and do us proud. Welcome to the NSA. Yes. Gut. Das war das Tutorial. Uns wird viel erwarten, das wird ein komplettes Playthrough. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich erwarte euch im nächsten Video von Splinter Cell. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Fu.